Knackige, knackige Jan! Wir machen gerade ein Päuschen und stärken uns mit einem Imbiss. Ein leckeres Buffet nach Art des Hauses. Man kann hören, dass es uns schmeckt. Du Miststück. Stinkender Abschau. Ich komme gleich, um euch zu massakrieren. Wisst ihr vorher noch mal für kleine Jungs oder Mädels? Seid ihr bereit, euch in der dunklen Ecke zusammenzukauern und um euer Leben zu winseln? Ja? Hey, noch habt ihr Zeit für einen würdevollen Selbstmord. Aber vergesst nicht, vorher euer letztes Gebet zu sprechen. General Schlaumeier hier kommt gleich als erster dran. Ja! Ja! Aua! Kommandant, sind Sie okay? Wie geht's meinen Leuten? Ich habe die Verwundeten, die von den Ghouls nicht angefressen waren, versorgt. Die anderen... Kommen Sie. Lass mich einfach hier. Das kommt nicht in Frage. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass meine Truppe diese Monster vernichtend schlagen wird. Darüber sollten wir später reden. Sowas. Ich dachte, Alucard wäre die einzige Bedrohung. Und jetzt? Was sollen wir tun? Müssen wir etwa alle sterben? Nein, die Fluchtwege sind gesichert. Ist es nicht so, Integra? Aber ja, auf dem Dach des Hauptgebäudes steht ein Helikopter bereit. Warum fliehen wir nicht sofort? Es gibt keinen Grund, noch mehr Zeit zu verlieren. Nur keine Panik, bitte. Dieser Raum ist durch 15 mm dicke Stahlwände gesichert. Doch sobald wir den Raum verlassen haben, bin ich nicht mehr in der Lage, die absolute Sicherheit der 11 Konferenzteilnehmer zu gewährleisten. Wie soll das hier weitergehen? Ferguson wird sicher die entsprechenden Stellen über unsere Lage informiert haben. Wenn man bemerkt, dass wir von der Außenwelt abgeschnitten sind, wird schon jemand nach dem Richtigen suchen. Eine Explosion. Der Hubschrauber ist zerstört worden. Diese Geschöpfe handeln nicht so planlos, wie wir geglaubt haben. Das tröstet mich keineswegs, Integra. Eine Ghoul-Armee. Sie ist zwar unsterblich, aber für komplexere Aufgaben eher untauglich. Jan, melde dich. Hallo, hier ist Jan, der Kommandant der Helsing-Holocaust-Armee. Oh yeah! Was läuft, Bruderherz? Wie geht's voran? Alles Paletti, Mann, nur dass es außer diesem Typ, diesem Alucard, scheinbar noch andere Natives gibt. Sie haben sich im Keller verschanzt. Gut, ich kümmere mich um sie. Ich war inzwischen sehr erfolgreich, Luke. Wir haben das Erdgeschoss und den ersten Stock eingenommen. Als nächstes werde ich die dumme Schlampe erledigen, und zwar vor den Augen ihrer grauen Panther. Oh, es gibt überraschenderweise doch ein paar Überlebende. Meister! Da draußen ist die Hölle los und Sie sitzen tatenlos hier rum? Oh nein, ich warte. Auf einen Gegner? Da oben gibt's eine ganze Armee. Ich warte nicht auf eine dieser primitiven Witzfiguren, denen du gerade noch gewachsen bist. Danke für das Kompliment. Erstaunlich, dass Sie so viele Ghouls für Ihre Armee rekrutieren konnten. Das Erdgeschoss ist eingenommen, bald werden Sie auch den ersten Stock kontrollieren. Und wo ist Lady Integra? Die Gute befindet sich ein Stockwerk höher. Wir müssen sie retten! Genau das ist meine Absicht. Wollen Sie mir nicht dabei helfen, Fräulein Polizistin? Na? Sie wollen... Der liebe Walter. Ein todbringender Engel. Ein Greis und eine Anfängerin. Wir sind sicher ein unschlagbares Team. Ich glaube, es wäre... Junges Fräulein, wenn Sie jetzt so freundlich wären, Ihre Waffe zu holen... Was? Dieses Riesenteil? Zwischen Arm und Reich ist einfach unüberbrückbar. Das ist wirklich wahnsinnig unfair. Diese Luxusschlampe kann sich alles leisten. Braucht nur edle Zigarrchen.
Ihr seid doch sicher auch meiner Meinung, oder etwa nicht? Erst knöpfe ich mir die Kleine vor. Um Gottes Willen! Was machen die da? Es war dieser Abschau. Was ist nicht? Sie kommen. Sie stehen schon fast vor der Tür. Ich wundere mich sehr darüber, dass diese abstoßenden Geschöpfe so einfach in das Hauptquartier der Helsings eindringen können. Ich werde sie dafür zu einem anderen Zeitpunkt zur Verantwortung ziehen. Du hast doch sicher noch irgendeine Trumpf im Ärmel, oder? Das ist eine Frage, die eine Antwort verdient, Lady Helsing. Die wahre Kraft des königlich-protestantischen Ritterordens wartet noch darauf, sich völlig frei entfalten zu können. Sie sprechen wahrscheinlich von diesem Vampir, den Sie sich merkwürdigerweise halten. Womit Sie gegen das oberste Gebot Ihres Hauses verstoßen, welches die Vernichtung aller niedrigen Wesen verlangt. Wir schweben in höchster Gefahr, Integra. Die Prüfung, der sich das erste Oberhaupt der Helsing-Familie vor einem Jahrhundert unterziehen musste, war weitaus gefährlicher. So stark diese künstlichen Pseudo-Vampire auch sein mögen, und so sehr sie auch versuchen, die Grundmauern des Helsing-Hauses zu erschüttern, wir werden keinen Schritt zurückweichen. All die unwürdigen Geschöpfe, die es so dreist gewagt haben, einen Fuß in dieses Haus zu setzen, werden eliminiert und verdammt sein in Ewigkeit! Sieht gar nicht so tot aus, wie er sein sollte. Ganz recht. Obwohl meine Knochen doch schon etwas eingerostet sind. Was babbelst du da? Ich bin Walter Cumdolnisch. Der Butler des Hauses. Ehemaliger Kämpfer der Helsing-Einheiten. Achtung! Schießt, ihr Vollidioten! Passt gut auf, Jungs. Ihr seid einfach zu langsam. Die gute Geist. Ihr tragt Waffen, ja, aber die machen euch nicht unsterblich, Freunde. Ja. Todbringer Walter, denk an dein Alter. Da bist du ja. Platzieren Sie nun bitte einen zweiten Schuss. Mittleres Feld, explosives VT-Brandgeschoss. Nummer 4, rot. Ja, Sir! Na, warte. Ja. Das war's dann wohl, Opa. Alles okay, Walter? Aber ja, vielen Dank. Victory. Deine Kampfkunst scheint wirklich effektiv zu sein. Oh ja, das ist sie.
Bei der Polizei lernt man nützliche Dinge. Ich kriege keine Luft mehr. Wusste doch gleich, dass du kein Mensch bist. Nun denn, ich erwarte einen Bericht, mein Freund. Was bezweckt ihr mit diesem Überfall auf unser Anwesen? Und wer hat euch den Befehl dazu gegeben? Verpiss dich endlich, Opa! Aua! Na, endlich. Das wurde aber auch Zeit. Verzeiht, ich werde euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich wollte schon immer mal gegen euch antreten. Ihr seid ein würdiger Gegner für meine Wenigkeit, guter Alucard. Das war ziemlich schnell. Ich bin kein Pseudo-Vampir. Stellt mich bitte nicht mit Abschaum auf eine Stufe. Ja, ich werde der Erste sein, der euch übertrifft. Achtung, das wird jetzt sehr wehtun. Muss das sein? Hoffentlich bist du jetzt gesprächiger, Freundchen. Wer hat dir dein zweites Leben gegeben? Und wer hat dir diesen verdammten Chip implantiert? Wozu noch Widerstand, hm? Deine missratene Armee ist doch schon längst in die Unterwelt entschwunden. Gesamten Organisation. Ganz recht, Großväterchen. Gott, das waren unsere Männer. Die Armen sind zu gut geworden. Ich hab euch doch gesagt, dass ihr gut daran tut, mich nicht zu unterschätzen. Nicht wahr? Oh, auch ich besitze all jene Fähigkeiten, die euch echte Vampire auszeichnen. Das heißt, nein. Ich bin euch genau genommen sogar überlegen. Ihr seht so überrascht aus. Zwei. Aber das... Ich fass es nicht, Walter. Ganz ruhig. Ich werd's versuchen. Ich habe mich lange nicht mehr so gut amüsiert. Ich klassifiziere dich hiermit zu einem Vampir allerersten Ranges. Ich habe ihn doch mit einem glatten Kopfschuss niedergestreckt. Es muss ein Trick sein, es gibt keine echte Unsterblichkeit. Dann Siegel 3, 2 und 1 aufheben. Kategorie A. Erlaubnis über Cromwell-Aktivierung erhalten. Beginne mit partieller Freisetzung. Ziel ist die Vernichtung des feindlichen Objekts. Du wirst nun sehen, wie ein echter Vampir zu kämpfen weiß. Glaubt ja nicht, dass ich darauf reinfall. Ah! Victoria, hör auf!
jammerst du? Außer deinen Wagen ist doch noch alles dran. Rufe deine Diener aus der Unterwelt. Verwandle dich. Regeneriere deine Beine. Nimm deine Kanone in die Hand und greif mich an. Es fängt an, lustig zu werden. Das Spiel hat erst begonnen, Kleiner. Mach schon, na los, kämpfe! 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 Du dreckiges, verfluchtes Ungeheuer, Mist!